Lange wurde es vermutet, jetzt ist es scheinbar offiziell. Der Open World Racer Forza Horizon 2 kommt und das sogar noch im Herbst dieses Jahres. Und zwar exklusiv für die Xbox-Konsolen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. 2012 erschien der erste Teil und punktete mit großer Spielewelt und einer großartig inszenierten Atmosphäre. Auf dieser Grundlage baut der neueste Teil auf und soll noch einiges draufpacken. Gefahren wird vor allem in Südeuropa. Die Entwickler sprechen von hunderten Fahrzeugen, die enthalten sein sollen. Außerdem soll es ein Wettersystem geben. Mit dabei auch das bekannte Driver-Tar-System aus Forza Motorsport 5, das die Entwickler übernommen haben. Dieses System bietet eine Funktion, die das eigene Fahrverhalten aufzeichnet, analysiert und daraus ein Profil erstellt. Die künstliche Intelligenz der Computergegner zum Beispiel passt sich dann dieser Fahrweise an und reagiert dementsprechend anders. Musik wird eine zentrale Rolle bei Forza Horizon 2 spielen und auch das aus dem Vorgänger bekannte Festival wird wieder als Hauptevent dabei sein. Die Xbox One-Fassung wird mit der Grafik-Engine von Forza 5 entwickelt, während die Xbox 360-Version noch mit der alten produziert wird.